Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Dancer Soul. Und die arme Momo ist total fertig, weil die war eben in der Albtraumwelt gewesen. Und ja, sie hat es aber zurückgeschafft, aber ja, jetzt ist sie natürlich total zusammengebrochen. Sie ist total traurig. Was ist da drüben? Sie kommt hier nicht mehr raus. Sie wird niemals nach Hause kommen zu ihrer armen, kranken Mutter. Aber zum Glück ist ja Yui da. Und Yui scheint der Fahrer zu sein des Zuges. Und er wird sich jetzt darum kümmern, dass es Momo besser geht. Die Frage ist, wie soll es ihr besser gehen? Ich denke, wir schauen uns erstmal mit Yui ein wenig um. Vielleicht sollte ich eine Warnung an diese Tür befestigen. Ja, das wäre schon mal eine ganz gute Idee. Schauen wir einfach hier mal weiter. Ach so, das war ein Zimmer. Das habe ich so gar nicht erkannt. Da ist ein Schrank. Da ist nichts. Das ist ja cool, dass sich sogar die Tür so bewegt, wegen der Fahrt. Der gleiche Ausblick seit 30 Jahren. Mein Bett. Es ist dort, seitdem ich in diesen Zug vor 30 Jahren gestiegen bin. Seit 30 Jahren, meine Güte. Nur mein Zeug. Ein alter Schrank mit meinen Uniformen und anderem Zeug gefüllt. Ich kann mich erst ausruhen, nachdem dieser Zug an der Underworld Station angelangt ist. Ein Foto von meinem verstorbenen Vater. Er ist gestorben wegen Herzproblemen. Er sollte eigentlich operiert werden. Aber was ist passiert? Oh, Flashback von vor 30 Jahren. Warte nur, Vater. Sobald ich genug Geld habe, um die Operation zu bezahlen, wird es dir wieder gut gehen. Und wir drei können wieder zusammen sein, so wie früher. Also bitte, halte nur ein bisschen länger durch. Bruder, du bist zurück. Jones, es ist ein Weilchen her. Wie läuft es mit deinem Studium am College? Alles ist in Ordnung. Du musst dir keine Sorgen machen. Was ist los? Wieso schaust du plötzlich so griesgrämig rein? Oder so niedergeschlagen? Du solltest immer nach Hause zurückkehren, weißt du? Vater vermisst dich so sehr. Er fragt mich immer, wo du gewesen bist. Ich hoffe, du verstehst. Ich kann meine Arbeit an der Station nicht zurücklassen. Ich muss härter arbeiten, damit er die Operation erhält. Dafür brauchen wir eine Menge Geld. Ich muss zurück in die Stadt. Meine Schicht beginnt bald. Danach habe ich nonstop gearbeitet und bin fast nicht nach Hause zurückgekehrt. Aber als ich genug Geld für seine Operation angesammelt hatte und voller Hoffnung nach Hause ging. Vater, ich bin zu Hause. Schau, Vater. Ich habe genug Geld gesammelt für deine... Nein. Oh. Geräusch von jemandem, der das Telefon abnimmt. Jones, bist du das? Hör zu. Jones legt einfach auf. Wie ich mir dachte, er kann mir immer noch nicht vergeben. Du musst ihm einfach ein bisschen Zeit geben, um sich zu beruhigen. Ich bin mir sicher, er wird dir vergeben und dich wieder als Familie akzeptieren. Du solltest dir keine Vorwürfe machen wegen dem, was geschehen ist, und mit dieser Schuld leben. Die Dinge sind nun mal geschehen. Du musst lernen, loszulassen und mit deinem Leben weiterzumachen. Weißt du, Ichi, vor ein paar Tagen hatte ich einen seltsamen Traum. In jenem Traum, da sah ich meinen Vater auf seinem Sterbebett. Oh? Er winkte mir zu mit seiner rechten Hand und bat mich näher zu treten, und als ich es tat, da hörte ich, dass er etwas sagte. Endlich konnte ich dich
mit meinen eigenen Augen für ein letztes Mal sehen. Nun kann ich diese Welt in Frieden verlassen. Und dann ist er gestorben und ich wache auf. Ich frage mich, was dieser Traum zu bedeuten hatte. Hast du mal von wandernden Seelen der Toten gehört? Nein. Man glaubt, dass Menschen, die gestorben sind, bevor ihr Wunsch erfüllt wurde, dass deren Seelen weiterhin in der Welt, ja, umher schwabbeln, sie fliegen umher. Die sind halt noch in der Welt der Lebenden. Und erst nachdem ihr Wunsch erfüllt wurde, sind sie in der Lage, nach Hause zu gehen, in die Unterwelt. Du bist nicht aus dieser Stadt, also schätze ich, dass du nichts von dem H666-Zug weißt. H666-Zug? Ich habe nie etwas davon gesehen oder gehört. Das ist ein Zug für die wandernden Seelen. Der bringt sie in die Unterwelt. Aber er scheint nur während eines roten Vollmondes. Und bald ist ein roter Vollmond. Ach so, heute Nacht sogar. Morgen Nacht, genau. Das bedeutet, ich habe noch eine Chance, meinen Vater zu treffen. Das ist keine gute Idee. Okay, es ist der rote Vollmond heute Nacht. Und nur noch 5 Minuten, dann wird der Zug einfahren. Dieser Schrei! Mein Kopf. Oh. Er schmerzt jedes Mal, wenn ich versuche, mich zu erinnern, was geschehen war. Ich kann mich nicht erinnern. Das Einzige, was ich danach noch weiß, ist, dass ich im Zug wieder erwacht bin. Und ich arbeitete für Ojo-sama. Tja, zumindest erinnere ich mich an dieses kleine Stückchen meiner Vergangenheit. Das ist ein pinkes Taschentuch. Das könnte hilfreich sein. Ach so, das ist für sie. Genau, damit können wir sie trösten. Naja, zumindest können wir ihr damit die Nase schneuzen. Was willst du? Du lässt mich nicht vorbei, hä? Ah, du bist es. Du bist in diesem Zug. Das bedeutet, du hast deine Mutter gefunden? Nein. Du weißt doch, was mit wandernden Seelen geschieht, die unbedingt in diesem Zug reisen wollen, obwohl ihr Wunsch noch nicht erfüllt wurde? Ich weiß. Sie werden zurückgeschickt in die Welt der Lebenden. Also, du wusstest es. Aber wieso? Ich bin gelangweilt. Außerdem, ich kann einfach in die Welt der Lebenden zurückkehren, jederzeit, wenn ich will. Ach so, jederzeit. Also, zu jedem Zeitpunkt kann er zurückkehren, solange dieser Zug noch nicht in der Underworld Station angekommen ist, genau. Die Hintertür im letzten Abteil ist in Wirklichkeit ein Ausgang in die Welt der Menschen. Hey, woher weißt du das? Ich war dort, vor 10 Jahren. Als ich in diese Tür trat, schickte sie mich zurück in die Menschenwelt. Dummer Oni-chan, du wusstest es nicht, obwohl du hier seit 30 Jahren arbeitest? Ich kümmere mich nur um die C-Klasse-Abteile von Nummer 1 bis 10. Es war mir nicht erlaubt, in die anderen Abteile zu treten. Tja, ich weiß nichts. Achso, tja, ich weiß nichts über den Ausgang. Aber jetzt weißt du es. Moment mal, das bedeutet, es gibt eine Hoffnung für die Lady. Sie kann aus diesem Desaster entkommen. Wir sehen uns später, Oni-chan. Der böse Clown wird mich sonst noch erwischen, wenn ich hier länger bleibe. Gruselig. Böse Clown? Ich mag keine Clowns. Wir gucken uns hier noch ganz kurz um, würde ich sagen. Vielleicht ist hier noch was. Sieht fast nicht so aus. Ich drücke bei allem, aber es geschieht einfach nichts. Aha, okay. Ergibt keinen Sinn, dort entlang zu gehen. Wir sollen jetzt wahrscheinlich auch einfach zurück. Zum Momo. Hier, nimm das. Geht es dir jetzt gut? Hör mal, ich werde dir helfen, hier rauszukommen. Sie ist wieder glücklich. Wirklich? Natürlich.
Die Hintertür des letzten Abteils, also Abteil 25, ist ein Portal, das mit der realen Welt verbunden ist. Du musst es dorthin schaffen. Keine Sorge, ich werde dir auf dem Weg helfen. Aber warum lässt du mich nicht einfach den Besitzer dieses Zuges treffen? Vielleicht könnte sie mir helfen. Ich denke, dieser andere Weg ist viel besser. Ich frage mich, warum er sie mich nicht sehen lässt. Aber ich schätze mal, Ojo-sama mag vermutlich keine Menschen. Ja, das könnte sein. Okay, dann mache ich mich auf den Weg zu Abteil 25. Was ist denn los? Es ist meine Schuld, dass du in diesem Schlamassel gelandet bist. Es tut mir leid. Es ist in Ordnung. Ehrlich gesagt, das ist ja auch meine Schuld. Ich bin diejenige, die nicht anständig aufpasst. Außerdem versuchst du ja jetzt, mir zu helfen. Du vergibst mir? Danke. Das macht mich glücklich. Ich muss jetzt gehen. Es gibt noch Arbeiten, die ich erledigen muss. Wir werden uns bald wiedersehen. Hä? Ich dachte, er wollte mir helfen. Was ist jetzt aus der Hilfe geworden? Na, danke sehr. Das ist ja richtig geil. Ja, mach dir keine Sorgen, ich helfe dir. Bam. Nein, sie geht nicht mehr durch diese Tür durch. Ich guck mal kurz, was hier war. Vielleicht können wir da was klauen. Okay, da will sie nicht lang. Sie meint, es ergibt keinen Sinn, da lang zu gehen. Okay, aber später bestimmt noch. Wir wollen ja vielleicht mit dem Oberoberchef reden. Mit Ojo-sama. Na gut, dann gehen wir jetzt wohl wieder nach rechts, auch wenn wir nicht wirklich was Tolles erlangt haben. Akurius. Viele von Ihnen reisen heute Nacht in diesem Zug. Oh nein, ich hoffe, ich treffe niemanden davon. Oder keinen einzigen von denen. Oh Gott, jetzt müssen wir echt... Oh, ich dachte schon, es geht gar nicht mehr weg. Ich nehme an, wir müssen... Sorry, ich habe es total vergessen und habe nicht richtig aufgepasst. Voll heftig. War hier auch irgendwas? Ach ja, okay. Wartet. Ich glaube, so. Oh. Okay, aber wo müssen wir jetzt was machen? Das ist ja eigentlich die Frage. Ah ja, mein Versprechen. Es ist alles geschehen. Vor 30 Jahren. Während der Nacht des wundervollen roten Vollmondes. Während des roten Vollmondes suchte ein kleiner Junge nach seiner Mutter. Er suchte nach ihr überall. Und trotzdem, er konnte sie nicht finden. Plötzlich... Renn, 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 so schnell er kann, vor dem Monster fort, das ihn verfolgte. Er rannte bis... Oh nein, er wurde überfahren. Ah! Verstehe. Oh, hat er den Jungen... Ah, beide sind wahrscheinlich gestorben, oder? Eine junge und gütige Seele kam, um ihn zu retten. Aber mal wieder hatte das Schicksal einen grausamen Trick gespielt. Oh... Und was ist den beiden genau zugestoßen? Sie sind gestorben? Hallo? Du musst den Rest der Geschichte finden. Zunächst einmal werde ich dir dieses Buch überreichen. Die Lady überreicht mir ein schwarz gefärbtes Buch mit der Illustration einer Waage, glaube ich, ne? Auf dem Cover. Du hast ein schwarzes Buch erhalten. Ein schwarzes Buch. Okay, die Lady liest weiter ihr Buch und ignoriert mich. Ich schätze, ich suche selbst nach der Antwort. Wir sollten mal in das Buch reinschauen. Ich speichere einmal. Da. Ach so, es geht gar nicht. Na gut, aber wir haben jetzt ein schwarzes Buch. Will vielleicht irgendjemand ein schwarzes Buch? Genau, da haben wir leider noch nichts für. Ach ja, wir haben noch kein Ticket. Genau, das ist das Problem. Was war mit dieser Person? Ah, nee, das hatten wir auch schon alles. Irgendwo hat sich jetzt bestimmt noch was ergeben. Beziehungsweise wir haben ein schwarzes Buch. Aber ich wüsste nicht, wofür das ist.
Oder habe ich was vergessen? Ich weiß es nicht genau. Wir gucken mal hier ganz rechts. Vielleicht, wenn ich versuche, hier weiterzukommen, vielleicht passiert dann was. Okay, Abteil 11 ist versperrt. Okay, lasst mich kurz überlegen. Was haben wir jetzt? Medkit? Ach, das haben wir mitgenommen. Okay, und ein schwarzes Buch. Ich glaube ja nicht, dass die irgendwas Neues, Interessantes sagen werden. Gehen wir einfach mal Schritt für Schritt durch. Okay, die Tür geht auf jeden Fall nicht auf. Ach so, genau, das hatten wir auch. Okay, ich glaube, die sagen nichts Neues. So, was könnte hier denn sein? Vielleicht mit ihr nochmal irgendwas? Sieht nicht so aus. Ach ja, der leckere Kopf. Nom nom. Okay, es wird nur dreckiger. Ick. Ach ja, stimmt. Da war ja das mit dem Schlüssel in der Hand. Aber eigentlich haben wir ja nichts, mit dem wir da jetzt was... Ich probier's mal. Ach, verflixt. Wir haben ja noch genug Medkits. Also das geht leider noch nicht. Okay, da ist der Schlüssel. Das ist dieses eklige Essen. Tote Blumen als Dekoration. Ein gegrillter Augapfel. Ach ja, wie viel kostet das? Wir haben auch immer noch keine Meal-Coupons. Was wollte der unten? Ach, der wollte Musik hören, ne? Ja, da kommen wir aber ja leider auch nicht weiter, ne? Violine? Okay, nee, da kommen wir so nicht weiter. Also nochmal ein Stück rüber. Kann ich hier vielleicht? Ichiro. Ach genau, der ist ja gestorben, ne? Oder wurde umgebracht von Ojo-sama. So. Hast du noch irgendwas zu sagen? Kann ich einfach nach oben vielleicht? Oh, das ist bestimmt keine gute Idee. Wartet mal kurz. Das muss ich mal kurz ausprobieren, was passiert. Oh, wir wurden elektrifiziert. Okay. Na gut, nehme ich nochmal. Noch haben wir genug. Noch muss ich nicht extra neu laden. So, er wollte ja auch nicht. Bücher, Bücher, Bücher. Wir haben ein Buch von ihr bekommen. Sie redet aber auch nicht weiter mit uns. Hier sind einfach nur diese anderen Bücher. Okay. Was haben wir hier denn noch gehabt? Ist da irgendwas noch? Wartet mal, ich guck nur mal. Ah! Ah, jetzt können wir mit das Öl da wegmachen. Alles klar. Okay. Wartet. Oh Mann, bin ich doof. Voll reingerannt. Okay, damit können wir jetzt die Gelenke ölen von dir. So, genau. Er hat es geölt. Danke. Bitte nimm das und komm zur Show. Super. Wir können jetzt nach oben. Ich muss jetzt gehen. Ist er vielleicht... Ach nee, er ist nach oben, ne? Den müssen wir irgendwie dann noch hier hinbringen. So, ich frage lieber um Erlaubnis. Hier ist mein Pass. Start den Pass an. Du darfst nach oben. Verehrter Gast. Kunde. Uff, wer ist das da? Wartet. Ich speichere mal ein riesiges Wesen. Ui. Oh oh. Ah, ein Mensch. Was für eine Überraschung. Ich hätte niemals gedacht, dass ich die Chance hätte, nochmal einen Menschen in diesem Zug zu treffen. Tja, wenn ich bedenke, was vor 30 Jahren in diesem Zug geschehen ist. Jedenfalls willkommen in der B-Klasse. O verehrter Gast, ich bin Jiyoka, die Person, die zuständig ist für diesen Ort. Ich bin auch eine Person, die zuständig ist, für die C-Klasse Abteile Nummer 11 bis 25. Okay, er ist zuständig für Abteil 25. Und das ist der einzige mit einem Ausgang in die Menschenwelt. Könnten Sie mir dann helfen? Oh. Ich muss unbedingt ins letzte Abteil. Da ist die Ausgangstür, die mir helfen wird, zurückzukehren in die reale Welt. Das ist der wundervollste Trip, den Sie nur in Ihrem ganzen Leben haben könnten. Wieso wollen Sie denn gehen?
Nein, ich meine, ich bin noch am Leben. Und ich soll ja gar nicht in diesem Zug sein, jedenfalls noch nicht. Ich muss wirklich nach Hause. Typisch Menschen. Können ihr altes Zuhause einfach nicht vergessen. Tja, schauen wir doch mal. Sucht nach den Schlüsseln. Ups, scheint, als hätte ich den Schlüssel verloren. Das tut mir aber leid, aber das hier können Sie gerne haben. Gib dir den Westschlüssel. Du hast den Westschlüssel erhalten. Warum hat er mir so etwas Wichtiges gegeben? Einem Fremden wie mir? Ich glaube, Sie werden Ihnen nützlich sein. Aber passen Sie bloß auf, dass Sie nicht wie der Typ dort unten enden. Er wollte sehen, was in Abteil Nummer 11 ist. Deswegen gab ich ihm den Schlüssel. Er ist dort hineingegangen und da wurde sein Kopf gespalten von den Akurios. Na, das ist ja mal vielversprechend. Ja, super, super. Oh, ein Drache. Der heilige Drache kaputt. Oh, ist das kaputt oder was? Nur eine tote, trockene Pflanze. Oh, ach so, hier ist ein Weg. Wartet. Ah, das ist der heilige Drache Draken oder Drakon. Was ist das da? Was ist mit der Stadt? Upsi! Okay, wartet. Das ist eine Schiebe. Aber was bringt einem das? Ich kann sie ja gar nicht nach oben schieben. Vielleicht war das gar nicht Absicht, dass ich sie geschoben habe. Ich weiß es nicht genau. Ich guck mal kurz, was hier so ist. Ah, da ist der Westschlüssel. Okay. Wartet, ich guck erstmal, was im Osten ist. Versperrt. Das Schild an der Tür sagt East Cabin Rooms, also die östlichen Kabinen. Was war das denn eben? Was ist da? Ein Sack. Ich glaube, da bewegt sich was drin. Ich weiß nicht. Halt. Okay, ich probiere es mal. Okay, du machst den Sack auf. Au! Verdammt, habe ich noch genug? Ja, können wir noch machen. Da ist nochmal so ein Sack. Och Mann. Ja? Ich mach mal eben alle auf. Und wenn die alle die Dinger enthalten, dann lade ich nochmal neu. Scheiße. Okay. Da drüben nochmal. Ah. Nichts außer einem alten Buch. Jetzt kann ich den leeren Sack mitnehmen. Okay. Ach, das lassen wir mal so. Ist schon okay. Oh, da ist etwas dahinter. Hinter diesem schweren Regal. Ja, so kann ich das scheinbar nicht wegbekommen. Okay. Ein Stuhl mit getrocknetem Blut überall. Bevor der Krieg mit den Wächtern begann, konnten die Dämonen sich frei in der Welt der Lebenden bewegen, um die Menschen zu jagen. Menschen sind eine Delikatesse für Dämonen. Und sie glauben, dass das Essen von Menschen sie stärker macht. Hunderte Jahre lang ging diese Jagd. Sie hatte die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Sie beteten die Wächter an, sie zu retten. Die Wächter hörten die Bitte der Menschen und begannen gegen die Dämonen zu kämpfen. Außerdem verschlossen sie die Portale, die die dunkle Welt mit der Menschenwelt verbanden. Von nun an war es den Dämonen verboten, die Menschen zu jagen. Aber das setzte dem Ganzen natürlich kein absolutes Ende. Ja, das haben sie sich nicht leben lassen, ne? Da steht Remorse, das ist sowas wie... Oh ja, was ist Remorse? Wartet. Ich gucke mal in mein super tolles Wörterbuch. Remorse übersetzt man mit Reue. Was? Okay. Remorse? Black Book, Guilty Book, Voodoo Book? Wieso habe ich überhaupt so viele Bücher? Woher kommen die? Ah, ich habe das Buch nicht. Och, Leute. Wie viele habe ich jetzt noch? Also, ja. Und was hier? Flüche. Ja, das weiß ich noch nicht. Und hier?
Was steht da? Judgment. Also, guilty? Voodoo Black? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt hier nichts. Ich traue mich nicht. Okay, da sind alte, staubige Bücher. Das ist hier der mega gefährliche Raum ever, ey. Wie viele sind denn da? 3, okay. Das ist ja ganz gut. Dieses kopflose Skelett hält ein Buch, auf dem steht guilty, also du bist schuldig, genau. Oh Mann, immer bin ich hier verletzt. Ich mag das nicht. Wenn die Göttin der Wiedergeburt ihr okay gibt, sozusagen, wenn der Wind die kaputten Einzelteile der Seelen in die Welt der Lebenden trägt, wurde den Seelen eine Hoffnung gegeben. Sie erhalten eine neue Chance. Und schon bald wird es die ganze Welt sehen. Die Wiedergeburt der Seele. Ui, okay. Was ist das? Ich dachte, das wär ein Knopf. Wartet mal, ich speichere nochmal. Hallo. Ja, ich versuch's jetzt mal. Oh, er wollte das Buch nicht loslassen. Okay. Ich kann ja mal doch vielleicht, also vielleicht am ehesten noch hier das schwarze Buch, oder? Nee, war falsch. Aber falsches Buch. Huch, was war das denn? Wer hat mich denn da jetzt angegriffen? Hier werde ich jetzt schon random angegriffen. Sauerei ist das. Ich mag das nicht. Wir gucken noch kurz, was da links ist. Aber dann muss ich erstmal einen Cut setzen. Aber ich will zumindest noch sehen, was da ist. Das mache ich jetzt einfach mit der ganz langsamen Momo. Oh, wow. Das da sieht aus, als würde es uns gleich verletzen. Deswegen gucke ich es mir noch an. Hallo. Okay, das ist ein Schädel, der an einer Kette hängt. Nehmen wir den Schädel. Ah, den leeren Sack benutzen wir. Ah, das ist der Kopf vom... Ah, super, das ist der Kopf von dem Bibliothekar. Ja, super. Das machen wir dann aber, dieses Rätsel lösen wir dann in der nächsten Folge von Dancer's Hole. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.